Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unseren Bonsai-Wald errichtet sozusagen und da hinten schon angefangen, das Gebiet ein bisschen zu erweitern. Ja, und in der Folge werde ich mal schnell hier ein, zwei Sachen nur schnell reinschmeißen. Ich werde hier die Hälfte reinschmeißen, weil ich habe so viel, dass ich damit nichts mehr anfangen kann oder aktuell nichts anfangen kann. Und ich kann ja eh jederzeit nachproduzieren. Außerdem will ich schauen, was da rauskommt. Und ich habe keinen Platz mehr. Fuck. Ein Kohlestück, ja wie süß. So, jetzt aber mal zurück hier schnell hinter, weil wir müssen irgendwie das ganze Zeug mal Platz kriegen. Und dafür muss ich erstmal die ganzen Leaves entfernen. Weil es sind schon so viele Leaves. Ich habe echt noch keinen Plan, was ich mit denen anfangen soll. So, jetzt ist es ein bisschen sortiert. Das Bone Meal können wir auch mal fürs Erste weg tun. Das kann auch mal ins Inventar rein, du auch. So. Ich nehme ein Stack von dem mit und noch ein Stack. Ganz simpel. Und weil ich ein Stack jetzt in den Ofen reinbretter, um daraus Kohle zu machen, damit wir ein paar Fackeln haben für unsere Insel. So. Laufen wir mal zurück, weil sonst geht es hier in der Nacht ab wie bei St. Patrick's Day. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. So, 1, 2, 3, einmal hin und dann noch die dritte hier platziert. So. Perfekt. Dann habe ich jetzt noch hier natürlich ein paar Bodenteile. Muss dann auch ausstecken, wie groß das Ganze werden soll am Ende. Das Wichtigste für den Anfang ist ja erstmal, dass wir Platz haben. Für ein bisschen Storage. Weil das wird sich so oder so immer erweitern. Und wenn wir hier wenigstens ein bisschen Platz haben für mal eine kleine sozusagen Wohnung, ist das ja schon mal ein Anfang. Und es wird eh schon immer größer. Hinten die Insel, der hat trotzdem so ein Ding hier hingeballert. Die Spur hier noch. Das ist schon Wahnsinn. So viel Holz auch, was ich hier kriege. Diese Bonsai-Bäume sind echte Holzlieferanten. Aber ohne Ende. Vor allem die Leaves, die gehen mir aber auf den Senkel. Die Leaves gehen mir richtig auf den Senkel, weil da sind so viele mittlerweile. Geh hier rein. Leaves, Leaves, Leaves. So. Schon wieder so viel Holz. Ich habe noch ein 64er-Stack. Schauen wir mal, dass wir jetzt alles so ein bisschen erweitert kriegen noch. Zack. Perfekt. Einfach vorsichtig versuchen jetzt hier zu erweitern. Dann haben wir hier schon eine schöne Fläche, auf der wir arbeiten können. Und wo wir ein kleines Kistenlager aufstellen können fürs Erste und. Das sind ja so mal die wichtigsten Sachen beim am Anfang, einfach damit man Storage hat. Weil ohne Storage ist man sowas von geliefert. Geht jetzt nicht dran, dass der hier hinkommt. So, weiter geht's. Nur mal ein bisschen Bonsai, würde ich mal sagen, sammeln. Dann können wir uns mal erforschen, was der Trick für die nächste Reihe ist. Und zwar war das ja dann, glaube ich, nach Gravel, beziehungsweise nachdem wir jetzt hier Kohle haben, Iron. Wie komme ich an einen Iron Sapling? Ich verstehe dazu null. Wie komme ich an den Canyon-Sapling, ihr Schlaubi-Schlumpf? Wenn ich einen normalen nehme und dann... Okay, okay.
Und dann brauche ich so einen Cauldron nach denen, oder was? Oh Gott, das wird ja wieder... Also nach denen hier muss ich Casting machen. Molten... Ja, Molten Iron habe ich nicht. Scroll, ah, das ist Sand. Kann ich nicht Gravel auch anders herstellen? Das ist mal eine ganz ehrliche Frage. Gravel muss es ja auch anders. Ein Combiner, ein Enrichment, ein Crusher. Hier, ein Crusher brauche ich einfach. Aber gibt es nicht einen Hand? Grindstone, hier haben wir es doch. Chiseled Stone, ich kann wahrscheinlich auch einfach nochmal einen Cobblestone nehmen, oder? Oder muss es Stone sein? Wir nehmen einfach mal Stone. So. Brauchen mal 6 Stone, bitte. Bin mal gespannt, ob das was bringt. Jetzt bauen wir mal die hier ab. Das war ein... Purified Sapling. Die sind schon alle wieder gewachsen. Ah! Ich brauche ein größeres Inventar einfach. Ich glaube, die einfachste Lösung. Habe ich noch einen Sand Sapling? Dann wächst hier jetzt mal ein Bone Sapling. So. Was für einen simpleren Trick gibt es, um... Ich platziere mal hier schnell eine Fackel. Wir werden die Stellen so ein bisschen, sagen wir es mal, zu dunkel. Was für einen einfachen Trick gibt es, an Gravel zu kommen? Hat man so einen Grindstone. Und wenn man die Möglichkeit hat, warum dann nicht machen, ne? So. Kannst du mir gleich noch ein bisschen Kohle machen. So, und dann nehmen wir hier das Grindstone. Hauen das hier rein. Ein Stick oben drauf und wir haben den Grinder. Grinder stellen wir auf. Vielleicht muss irgendwie eine Kurbel muss ich für den Grinder noch machen, ne? Wie war eine Grinder-Kurbel nochmal gegangen? Grinder. Horse Grinder. Da kann ich ein Pferd anschließen. Okay. For grindstone to work in 7x7 and 2 blocks high area is needed. The grindstone needs to be placed 1 block up in the middle. To use a grindstone, attach a horse with a lead. Lol. Aber aus welchem Mod kommt denn das? Horsepower? Horsepower? Muss ich dann nicht irgendwie ein Add schreiben? Wie ging das nochmal? Add Horsepower? Hier, ja. Horse Chopping Block. Horse Press. Right click the block with an item to grind. Okay. Also wenn ich sage, ich will jetzt Cobble grinden. Hier steht, right click the block with the item to grind sneak, right click to remove the item, right click the block with the item to grind, item, to grind sneak, right click to remove item, right click block with. Alter, jetzt, okay, jetzt wird kompliziert. Ich
Harvest Level Stone. Ist auch nicht der Plan. Wie funktionierst du? Aber ich kann Gravel da draus machen. Mitmachen, oder? Gravel. Wenn ich Gravel gehe, dann habe ich hier den Grindstone. Bacon wird zu Gravel. Warum Bacon? Okay, ihr seid natürlich aus. Also ich hätte echt erwartet, dass ich aus Stein Kobbel machen kann. Ein Anvil. Anvil Smashing. Ey, ich bin sowas von lost. Ich muss da Bacon reintun. What? Alter, das ist doch nicht normal. Okay, warte mal, ich brauche. Okay. Ich verstehe es gerade absolut nicht, warum. Also. Warum Fleisch? Ihr hättet alles nehmen können, aber warum Fleisch? So, okay. Ich reparatiere, genau. Probier jetzt mal was. Okay, er frisst nicht alles auf. Gut zu wissen, ich habe immer Angst, dass er das auffrisst. Alter. Warum Fleisch, ey? Fleisch wird zu Gravel, ja klar. What? Alter, so, okay, ich brauche nochmal Saplings. Saplings. Iron Sapling. Iron Sapling kann im Bonsai-Ding gemacht werden, ist klar. Der will, dass ich Motion Iron über so Consume cast. Ganz ehrlich, ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren soll. Aber Achievement sagt doch: Obtain Iron by crafting Iron Amber. Use the Tinker's Complete Melter or Smeltery to melt it into molten iron and pour it into a casting basin or cast. Melt iron requires a liquid fuel such as lava. I don't know. Acquire blue slime sapling by using right click on it. Ja, mein Hirn platzt bald, wenn es so weitergeht. Was? Obtain Iron Amber. Was zur Hölle ist Iron Amber? Iron Amber. Iron Amber. Coal Resin, Gravel Resin, Sand Resin. Und Clay. Also sollte es ja gar nicht so schwer zu machen sein, oder? Resin, Coal Resin. Cool, Iron Amber. Ist das durchsichtig? Ist durchsichtig, lol. Okay. Nächste Vase, verstehen, wie zur Hölle das jetzt funktionieren soll. Okay, damit kann ich alles, dann habe ich alles in einem drin, okay. Gehen wir mal at Tinker's Construct. At Tinker's Construct. Aber da gibt es ja dann die Blöcke, aus denen du den ganzen Scheiß machen sollst. Hier sind Seared Bricks zum Beispiel. Dafür brauche ich ja Seared. Genau, dafür brauche ich dieses Grout. Sand, Gravel,
und Clay. Alter, das ist überhaupt nicht kompliziert. Sechs Sand, das ist schon mal neu. Ich habe schon wieder keinen Platz im Inventar, das gibt's doch gar nicht. Ey, was wollt ihr von mir? Soll ich denn da den ganzen Platz hinkriegen? Ah, das wird immer schlimmer. Ich hab jetzt nur ein Coal Resin. Es wird immer voller und ich verstehe nicht wieso. Aber ich Purify Resin schon so viel habe, okay. Nochmal neu sortieren. Ich schmeiß mal die ganzen Zeppelins erstmal raus, so. Ich nutze noch die, die vor Ort sind. So, ich habe jetzt Sand. Jetzt brauche ich ja rein theoretisch Gravel. Suchen wir nach dem Grout da. Grout. Da wissen wir immer, was wir suchen. Wir brauchen Sand. Habe ich gerade gemacht. Entschuldigung. Dann brauchen wir hier Gravel. Habe jetzt auch 6 Stück. Als nächstes brauchen wir Clay. Clay fehlt mir jetzt, weil ich habe keine Clay Anchors mehr. Habe ich keine Clay Anchors mehr? Null. Aber ich habe Clay Trees, oder? Kann ich noch? Okay, beim nächsten Harvest ist schon soweit. Tun wir die beiden ausbauen. Und tun uns hier schnell. Mit Hilfe von hinten. Schon wieder so viel Holz. Ey, das gibt's gar nicht. Wo kommt das ganze Holz her? 2 Clay. Die musste ich schon. Also sollten wir auf jeden Fall Clay mal produzieren. So, habe ich irgendwas, was ich essen kann? Sieht man den Purified Resin essen? Das ist jetzt alles, kann ich mir mal braten. Passt schon, jetzt habe ich genug Kohle auf jeden Fall fürs Erste. Nimm die Purified Dinger hier. Ich gebe dir noch ein besseres. Da nimmst du jetzt noch ein bisschen was. Gutes, gesundes Essen. Dann wieder durch unsere Bonsai-Farm durchballern. Clay 5, jetzt müsste doch rein theoretisch Clay ausreichen, oder? Yes. Und jetzt kann ich ein Grout machen. 16 Grout. Und wenn ich mich nicht irre... Wurscht ist, was ich alles wieder haben. Jetzt dieses Grout nehmen und dann hier hin tun. Alter, so viel Dreckszeug. Was kommt da jetzt raus? Da kommt noch was anderes raus, ne? Dann sollte ich... Ja. Perfekt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Die ist eben schon wieder überlang geworden. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.